Salto. 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 Palazzo Madama. Eine Reise durch die italienische Politik. Von Gerhard Mummelter. In Italiens Parlament wird zur Abwechslung wieder einmal um die begehrten Poltrone gerauft. Der Konflikt innerhalb der Regierungskoalition entzündet sich an der Frage, ob die Präsidenten der Regionen und die Bürgermeister in Zukunft 3 Legislaturen im Amt bleiben können statt der bisher geltenden 2. Ein Konflikt, in dem auch der Partito Democratico eine wichtige Rolle spielt, weil die Amtszeit von Kampaniens Präsident De Luca ausläuft und er für eine 3. Legislatur kandidieren will. Dasselbe gilt für Venetiens populären Präsidenten Luca Zaia, der gar eine 4. Amtszeit anstrebt. Dagegen wendet sich der Koalitionspartner Forza Italia, der dieses Amt selbst bekleiden möchte. Der Riss geht wieder einmal quer durch die Koalition. Einige sehen diesen Streit nicht als vordringlich an und warnen vor überflüssigen und durchaus vermeidbaren Auseinandersetzungen. Dazu gehört die Lega. Regierungschefin Meloni, die Risse in der eigenen Koalition befürchtet, winkt ab. Terzo mandato, ne parliamo dopo giugno, c'è tempo. Den für 9. Juni vorgesehenen EU-Wahlen soll nicht vorgegriffen, die Wähler nicht verwirrt werden. Dabei hegen alle Parteien eine gemeinsame Befürchtung, dass sich bei der Wahl zum Sommerbeginn am 8. und 9. Juni die Politikmüdigkeit der Wähler auf alle Parteien negativ auswirken könnte. Gleichzeitig mit der EU-Wahl sollten in Piemont und in der Basilikata Regionalwahlen stattfinden. Für die EU-Wahl ist eine Sperrklausel von 4% vorgesehen, die vor allem für die Allianz Grüne La Sinistra gefährlich werden könnte. Die Führungsrolle von Melonis Partei ist nach Umfragen nicht gefährdet. Das kann sich in den 3 Monaten bis zur Wahl freilich ändern. Auch weil bei der EU-Wahl eine Sperrklausel von 4% gilt, die kleineren Parteien durchaus zum Verhängnis werden könnten. In den Umfragen führt Melonis Fratelli d'Italia mit über 28% deutlich vor dem Partito Democratico mit knapp 20%. In fast allen wichtigen EU-Ländern wird bei den Europawahlen ein deutlicher Rechtsruck erwartet. In Deutschland könnte nach Umfragen die AfD ihren Stimmenanteil sogar verdoppeln, von 11% auf 22%. Keine rosigen Aussichten für die Regierungskoalition in Berlin. In Italien gibt die geplante Reform des Wahlrechts Medien- und Parteienvertretern nahezu unbeschränkte Möglichkeiten, über eine Reform zu schwafeln, die gar nicht vorliegt und von der man nicht weiß, ob und mit wie vielen Änderungen sie schließlich genehmigt wird. Palazzo Madama. Eine Reise durch die italienische Politik. Von Gerhard Mummelter. Hallo, einen Podcast zu machen bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran. Salto. 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 Salto.